Heavy Metal. Eindeutig Heavy Metal. Es wäre Heavy Metal, weil es ist, manchmal verschrickt man vielleicht ein bisschen, wenn man es hört im ersten Moment. Es wirkt ein bisschen laut, es wirkt ein bisschen nach Geschrei. Aber es hat ganz viel sanfte Töne auch drin. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wird man nicht mehr ohne sein. Wir sind ein Martech-Startup und wir haben eine Lösung entwickelt, mit der Werbeauftraggeber können messen, welche Kanäle von ihrer Kampagne oder welche Touchpoints in dem Sinn mehr gebracht haben als andere. Dass wir mit dem Kunden zusammen seine Kampagnenplanung anschauen, was ist überhaupt seine Konversion, wie ist seine Customer Journey, welche Kanäle sind im Einsatz, schauen, wo liegen die Daten, dann geht es in unsere Analysemaschine und am Schluss geht es in ein Dashboard, wo wir zusammen mit dem Kunden drauf schauen und ihm dann sagen, wo könnte man den Hebel ansetzen, um in dem Sinne die Kampagne zu optimieren. Ja, das braucht es, weil Facebook und Google, das sind wieder Silos. Da hat man gedacht, man kann seine Facebook-Kampagne mit dem Facebook-Tool wunderbar optimieren. Das Gleiche gibt es für Google-Kampagnen. Aber man hat ja ganz oft noch irgendwelche Offline-Medien, sei das Autoform, sei das TV, sei das Print oder so. Und eben auch Google und Facebook zusammenzubringen und schauen, ja, was hat denn jetzt besser funktioniert. Für das braucht es Tools, die das Ganze eben zusammenbringen, plus dann das ganze Kundenmanagement, die ganze One-to-One-Kampagne, für das braucht es uns. Ja, das ist eigentlich die Lösung, die ich immer gerne gehabt hätte. Ich habe als Mediaplanerin gearbeitet. Wir haben uns immer sehr, sehr Mühe gegeben, qualitativ hochstehende Planungen zu machen. Und insbesondere bei den Offline-Medien hat man am Schluss nie gewusst, ob das überhaupt etwas gebracht. Und ich habe einen Weiterbildungsmaster gemacht an der Hochschule Luzern. Und dort hat man vom Thema Big Data geredet. Und dann habe ich plötzlich gedacht, das ist es. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, wie man mit Daten herausfinden kann, ob das überhaupt etwas gebracht hat oder nicht. Ich habe das in meiner Masterarbeit ausprobiert. Und das ist die Grundlage eigentlich für Signifikant. Als Kind wollte ich Lokführerin werden. Das war ganz klar mein Wunsch. Ich hatte so eine Holzeisenbahn und ich habe sie geliebt. Also dann wollte ich Lehrerin werden. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, du musst in der Ferien immer Zeug korrigieren. Und so. Und dann habe ich gefunden, dann werde ich auch Kindergärtnerin. Die müssen ja nicht korrigieren. Also das waren so die ersten Berufswünsche. Ich habe glücklicherweise einen Hund. Der Hund zwingt mich, dass ich dreimal am Tag in die frische Luft gehe. Und es kann auch mal kurz sein, aber wenn es dann immer noch kurz ist, dann spinnt sie einfach. Also das muss man dann auslöffeln. Und das ist für mich sehr, sehr wertvoll, weil man tendiert schon, wenn man als CEO von einem Startup schafft man viel und wenn man es dann noch gerne macht, dann schafft man noch mehr und dann muss man manchmal ein bisschen schauen, dass man auch noch anders macht. Und das ist so ein bisschen meine Garantie, dass ich dreimal am Tag anders mache. Das ist das eine. Zum anderen singe ich auch sehr gerne. Unsere Lösung ist marktreif. Wir arbeiten bereits für einige Kunden. Parallel dazu wird das Ganze immer noch weiter in dem Sinn verbessert. 2020 mit Corona war für uns als Startup, das gerade marktreif ist, sehr ein sehr schwieriges Jahr. Und das ist jetzt deutlich besser. Das zieht jetzt gerade sehr an. Die Unternehmen merken, dass sie die digitale Transformation vorwärts machen. Und wir sind da, wir sind parat und unterstützen, wo wir können.